Servus. Letztes Mal online. Es war ein bisschen schwierig zu erklären, wie man eine Gitarre stimmt. Okay, dann heute. Es lohnt sich ja, ein Video davon zu machen, okay? Cool. Dann, bevor ich weitermache, also ich würde vorschlagen, so eine Art von ja, chromatische Stimmgerät zu besorgen. Also, die sind kostenlos bei den Apps. Aha. Die landen hier am Kopf, die Gitarre. Oder Ukulele, das gilt übrigens auch für Ukulele. Also die finde ich ein bisschen schwierig und vor allem für Anfänger, weil man sieht nur die Buchstaben so hier. Weiß nicht, wie weit bin ich zu der nächsten Note. Dann, also mit einer chromatischen, also für einen Anfänger ist es besser zu, ja, zu verstehen, in welche Richtung soll ich drehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Okay, dann sag mal so, dass ich will, dass die Gitarre hier stimmen. Ist falsch. Cool. Dann bitte das vermeiden, zu laut zu spielen. Aha, ein bisschen sanfter. So. Genau. Dann klingen lassen. Das ist super wichtig. Klingen lassen. Okay. Und dann drehen, bis ich die Note schaffe. Nochmal, mach das mit meiner A. Klingen lassen. Bis ich die Note schaffe. Mein D. Und so weiter. Also, du weißt schon, G. Jetzt drüber, dann. Mehr oder weniger. Aber mit diesem chromatischen Stimmgerät ja, kann man besser sehen, wie weit bin ich zu den Noten. Aha. Cool. Dann, wenn ihr weitere Fragen habt, bitte nochmal melden. Aha. Ja, es ist wichtig, dass die Gitarre gestimmt sind, bevor wir online gehen. Sonst ist es wieder ein bisschen ja, chaotisch, aber passt schon. Dann, wenn ihr Fragen habt, bitte nochmal melden, okay? Okay, Servus, ciao.